ein Virus. Doch was sind PC-Viren überhaupt? Ingo Herrmann, einer der Geschäftsführer von EP Media Store in Trier und Luxemburg, kennt sich mit diesem Thema aus. Es gibt verschiedene Arten von Viren. Es gibt klassische Computerviren als Bootviren, die beim Starten des PCs aktiv werden. Es gibt sogenannte Makroviren, die beispielsweise über Office-Programme oder sowas aktiv werden. Es gibt Viren, die letztlich über E-Mail-Attachments oder solche Dinge erst aktiv werden. Das ganz Wesentliche ist, dass man heute nicht mehr von bestimmten Viren spricht, sondern dass man eigentlich von allgemeinen Schadprogrammen spricht. Schwierigkeit ist insoweit, dass man die einzelnen Teile der Viren gar nicht mehr bestimmten Kategorien zuordnen kann. Nun wissen wir also, was Schadprogramme sind. Doch wie gelangen sie auf unsere Computer und Notebooks? Früher war es, historisch war es so, dass sich Viren übertragen haben über die klassischen Medien, Disketten, CDs, DVDs und solche Dinge. Früher waren es auch häufig irgendwelche Freaks, die Viren geschrieben haben, um Freunde zu beeindrucken. Heute sind es ganze Netzwerke. Häufig auch Schadprogramme, die sich über vermeintlich sichere Webseiten downloaden lassen. Es gibt eine neue Untersuchung, dass beispielsweise lediglich drei von 10 Downloads virenfrei waren. Also auch dieser Punkt ist ganz entscheidend. Nicht vergessen darf man, dass allerdings auch heute noch ein wesentlicher Punkt ist, die klassischen USB-Sticks. Heutzutage trägt jeder seinen USB-Stick mit sich rum und gibt Musik oder auch andere Dateien an Freunde und Bekannte weiter. Also das Thema haben wir immer noch wie ganz in den Urzeiten. Aber es ist sicherlich auch so, dass sich Viren ganz massiv übertragen und vervielfältigen über illegale Downloads. Wenn man heute überlegt, wie viele Musikstücke beispielsweise oder Raubkopien downgeloadet werden, ist das ein Riesenpotenzial, wo sich Bösewichte natürlich tummeln können. Sein Kollege und Werkstattleiter bei EP Media Store Trier, Michael Büdinger, erläutert mögliche Schäden durch Viren, Würmer, Trojaner und Co. Also Schäden, die hauptsächlich durch Viren respektive schadhafte Programme angerichtet werden, sind wohl Datenverlust oder der Diebstahl von persönlichen Angaben, mit denen im Internet unter anderem auch sehr reger Handel getrieben wird, mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Bankverbindungen, Kreditkartennummern und Ähnlichem. Doch woran erkennt man diese Schadprogramme auf dem PC? Schadhafte Programme sind oftmals nur sehr schwer zu erkennen, weil sie oftmals im Hintergrund arbeiten. Dateien löschen oder eben sozusagen nach Hause telefonieren und wichtige persönliche Daten an den Urheber funken, mehr oder weniger. Ab und zu ist es auch relativ einfach, sie zu erkennen, indem das System einfach nicht mehr funktioniert, beziehungsweise es irgendwelche Einschränkungen gibt, die im normalen Betrieb nicht zu beobachten sind. Sei es, dass der PC langsamer wird oder verschiedene Programme nicht mehr funktionieren, es lässt sich keine Software mehr installieren, Updates funktionieren nicht mehr und Ähnliches. Aber was kann man tun, um sich in Zukunft vor weiteren Schadprogrammen zu schützen? Hierzu ein paar Tipps der Trierer. Immer aufpassen, auf welche Seiten ich gehe und was ich alles anklicke. Ja, ganz normale Antivirusprogramme. Mit Antivirprogramm? Ja, und ja, ich bin im Internet halt vorsichtig. Ich habe zwar ein Virenprogramm, aber ich kümmere mich nicht ausgiebig darum. Deswegen ist mein PC dann doch irgendwie verwirrt. Mit einem Antivirusprogramm. Kaspersky. Kaspersky. Das ist ein Antivirenprogramm. Mit dem Antivir, was kostenlos im Internet verfügbar ist. Okay. In der Hoffnung, dass es reicht. Antivirus-Software und wenig im Internet auf Seiten unterwegs sein, die gefährdet sein können und ja, läuft. Mit Virus-Software, ne? Antivir und die Firewall am Ruder. Ich habe dieses Programm von Norton, wie heißt es, dieses Online-Security. Okay. Das alles und dieses Windows Defender, das ist ja sowieso dritt. Antivir und hoffe halt, dass kein Virus auf meinen Computer kommt und dann dürfte normal alles klappen. Und was sagt der Profi dazu? Wichtig ist sicherlich, um einen adäquaten Schutz vor schadhaften Programmen zu gewährleisten, dass man sein Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand hält. Das heißt, es ist grundsätzlich ein Fehler, sein Betriebssystem oder bei seinem Betriebssystem die automatischen Updates abzuschalten, weil durch Updates des Betriebssystems in der Regel Sicherheitslücken im Betriebssystem geschlossen werden. Des Weiteren ist es sehr wichtig, eine adäquate Antivirensoftware zu haben.
adäquat heißt in diesem Zusammenhang, dass es leider so ist, dass die kostenpflichtigen Antivirenprogramme oftmals im Leistungsumfang sehr viel besser sind als die kostenlosen. Diese muss natürlich auch auf aktuellem Stand gehalten werden, um eben einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz ist es enorm wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, wie das Surfverhalten ist. Wenn ich mich auf halbseidenen illegalen oder halbillegalen File-Sharing-Seiten oder sonstigem bewege, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mir in irgendeiner Form irgendwo ein schadhaftes Programm einfange. Wenn man diese ganzen Hinweise beachtet und seine Antivirensoftware immer auf dem neuesten Stand hält, kann man unbesorgt und sicher an seinem PC arbeiten.